liebe Teilnehmer von unserem Makrokurs. Ich wollte ja ganz gern nochmal auf Sie zurückkommen. Nämlich, ich hatte Ihnen in der letzten Veranstaltung jetzt gestern eine Hausaufgabe in Makro aufgegeben und aufgrund der technischen Schwierigkeiten dort war es noch ein bisschen problematisch, darüber zu sprechen und Ihnen das zu zeigen, weil eben tatsächlich die Projektion nicht gut funktionierte. Ich hatte nochmal darüber nachgedacht, auch nochmal nach den entsprechenden Bedingungen geschaut, die wir brauchen, Daten zum Beispiel, und bin ein bisschen zu dem Schluss gekommen, Ihnen da noch eine kleine Hilfestellung dazu zu geben. Da hat der kleine Film. Ich versuche Ihnen also ein bisschen zu zeigen, noch ein paar kleine Hinweise, wie Sie mit der Aufgabe umgehen können, damit Sie jetzt nicht vor einem Problem stehen vielleicht und dann einfach Ihren Versuch, sich mit der Aufgabe zu beschäftigen, dann einfach abbrechen. Also das heißt, ich versuche Ihnen so ein bisschen zu zeigen, kurz, worum es geht, was vielleicht für Sie hilfreich sein könnte. Und ja, und stelle Ihnen einfach mal meinen Bildschirm zur Verfügung, dass Sie ungefähr sehen, was ich meine. Ich hatte Ihnen diese Aufgabe hier sozusagen gestellt. Welchen Wert hatte C1 in Deutschland 2022? Ich habe diesen Zeitraum noch ein bisschen erweitert in Richtung Gegenwart, weil natürlich uns auch ein bisschen interessiert, was hat sich in der Gegenwart bewegt. Und Sie sollten berechnen oder Sie sollten sich mal damit beschäftigen, herauszufinden, wie man anhand von empirischen Daten für Deutschland dieses C1, diese marginale Konsumquote berechnen kann. Und darum ging es weitgehend. Das ist sozusagen der Hintergrund. Also anhand von empirischen Daten mit unserem ökonomischen Modell von der Konsumfunktion, sich tatsächlich mal hinzusetzen und zu schauen, wie Sie entweder grafisch oder analytisch, also mit Rechnen, mit Gleichung, dieses C1 bestimmen können, ne, für Deutschland. Der zweite Teil der Frage bezieht sich darauf, nämlich den Kontext da ein bisschen zu erweitern, also zeitlich ein bisschen breiter zu schauen und sich zu fragen, gibt es eigentlich Veränderungen? Hat sich da eigentlich irgendwo eine längerfristige Entwicklung ergeben, die eine Veränderung dieser marginalen Konsumquote nahelegt? Also konkret jetzt an uns mit unserer Frage, gibt es seit 1991 eine Veränderung, eine strukturelle Veränderung in dieser marginalen Konsumquote. Ja, sind die zwei Fragestellungen. Zunächst erstmal die Bestimmung. Das ist der erste Teil, wo ich Ihnen jetzt ein paar Sachen zeigen möchte. Und der zweite Teil, die Frage dann, gibt es irgendwelche Verschiebungen in langen Zeitraum, also jetzt 30, ungefähr 30 Jahre. So, ich habe Ihnen dazu ein paar Quellen empfohlen. Dadurch, dass es beim IW Köln diese Veröffentlichung tatsächlich jetzt nicht mehr gibt, also tatsächlich auch diese Printausgabe, die, falls sie noch bei Ihnen vorhanden ist, aus dem Jahr 2020 maximal noch die Daten von 2019 hergibt. Und dann können wir natürlich nicht mehr uns anschauen, was ist jetzt in der aktuellen Zeit passiert bis 2022. Habe ich Ihnen etwas anderes herausgesucht, nämlich, was ich auch schon erwähnt hatte, vom Statistischen Bundesamt, die STATIS, die Datenbank Genesis Online oder Genesis Online, auf Englisch vielleicht ausgesprochen, und zwar bezüglich dieser Datenbank zu suchen, auf der Internetseite, nach diesen entsprechenden Größen, die wir benötigen. Was brauchen wir für diese Aufgabe? Wir brauchen natürlich auf der einen Seite für die Konsumfunktion, für dieses C1 bestimmen, das verfügbare Einkommen von privaten Haushalten und auf der anderen Seite natürlich den Konsum, also die Konsumausgaben der privaten Haushalte jeweils für das Jahr 1900, also für einen Zeitraum jetzt, wenn wir von Zeit 1991 das betrachten wollen, zum Beispiel bis ins aktuelle Zeitfenster hinein, bis zum Jahr 2022. So, das ist sozusagen wenn Sie also anklicken, Genesis de Statis, kommen Sie dann, öffnet sich dann hoffentlich dann auch sozusagen die Datenbank Genesis. Ja, das heißt, hier sehen Sie das wahrscheinlich. Ich hoffe, das ist noch sichtbar. Ja, das Fenster folgt. Das heißt, da kommen Sie automatisch auf diese Datenbank und dann suchen Sie einfach dann verfügbares Einkommen, zum Beispiel der privaten Haushalte. Nicht je Einwohner unbedingt, weil das ist pro Kopf, sondern
Und dann hoffentlich passiert dann auch etwas. Und dann kriegen Sie eine Liste mit verschiedenen, wenn es soweit ist, sehen Sie dann so die verschiedenen Dinge. Okay, sozusagen so viel zum Grundprinzip. Was brauchten wir? Nochmal zurück zu unserem Fenster. Wir brauchten verfügbares Einkommen und Konsumausgaben. So, da habe ich Ihnen mal schon ein paar Sachen vorbereitet in diesem Bereich, nämlich bei der Frage, was suchen wir jetzt eigentlich in der Datenbank? Ja, schauen wir nochmal. Okay, das hat sich jetzt nochmal neu geöffnet. Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte. Da werden Sie wahrscheinlich in der Liste, die Sie dann finden, verschiedene sozusagen Tabellen finden, verschiedene Datensätze, die Sie anklicken können. Und da sind nicht alle unbedingt tatsächlich so gut geeignet dafür. Also verfügbares Einkommen der privaten Haushalte gibt es dann noch in unterschiedlichen Darstellungsformen, wo dann die einzelnen Einkommensarten zum Beispiel mit aufgelistet sind. Das ist ein bisschen schwieriger zu handhaben. Ich würde Ihnen empfehlen, zum Beispiel nach dieser Tabelle zu suchen. Verfügbares Einkommen und Sparen der privaten Haushalte. Deutschland, Jahre. Das heißt für Deutschland die jeweiligen Jahreszahlen. Sie sehen den gesamten verfügbaren Zeitraum. Das ist von 1991 bis 2022. So, dann können wir ja eigentlich starten, theoretisch, wenn Sie diese Tabelle nicht verändern möchten. Starten oder Sie können etwa zum Beispiel hier noch die Zeit sozusagen raussuchen. Ich sehe gerade, ich muss mich nochmal neu einloggen, so wie es aussieht. Verfügbares. Ist der polnisch eingestellt. Schrift. Das müssen wir nochmal. Ein bisschen hier anschauen. Nee, es ist Deutsch. Okay, das ist in Ordnung. Also, das heißt, wir könnten eigentlich nochmal loslegen. Fügen und sparen. So, gucken wir mal, was der uns entsprechend gibt. Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte, Einkommensarten, schauen wir mal rein. Das ist aber das ist die falsche Tabelle. Also das heißt, die mit den entsprechenden verschiedenen Einkommensarten, ja, das ist das, was ich Ihnen angedeutet hatte. Da haben Sie dann ganz jede Menge Einkommensarten, dann, die brauchen wir nicht. Wir brauchen dann auch den Gesamtsaldo. Das heißt, dann gehen wir einfach nochmal zurück. Kopieren einfach das rein zur Vereinfachung. Gehen in die Tabelle und suchen das einfach nochmal. Mal schauen, ob der uns das öffnet. Die Datenbank ist, wenn sie tatsächlich nochmal neu abgefragt werden muss, mitunter etwas länglich in der Reaktionszeit, aber man kommt schon zu seinem Ziel. Vorausgesetzt, man ist hinreichend geduldig. Das möchte er tatsächlich nicht. Hier bei ja,
das ist eine übergeordnete Tabelle, volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Da bin ich gespannt. Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Jetzt suchen wir uns einfach diese verfügbaren Einkommen aus der VGR des Bundes. Verfügbares Einkommen, sparen, dieses verfügbares Einkommen des Bundes, VGR des Bundes, verfügbares Einkommen, sparen der privaten Haushalte Deutschland für einzelne Jahre. Das klicken wir an, ja, und hoffen, dass dann entsprechend das Richtige kommt. Ja, das passiert tatsächlich. Und dann haben wir diese Seite und können die dann hoffentlich auch aufrufen. Und das sozusagen die verfügbaren Zeitraum, wenn Sie den verkürzen wollen, klicken Sie hier drauf. Dann haben Sie die Auswahl für die letzten 10 Jahre, also von 2022 bis 2012, alle verfügbaren Jahre oder bestimmte Zeitangaben zum Beispiel auszuwählen. Wir sagen einfach alle verfügbaren Jahre, weil wir auch bis 1991 herunter rüber die Daten übernehmen wollen. So, übernehmen. Und dann kommt ein Button Werteabruf. Dann kommt eine Meldung, die arbeiten an dem entsprechenden Bereitstellung der Daten so. Und dann bekommen wir eine Tabelle für die Jahre 91 bis 2022. Verschiedene Größen, die in der Tabelle angegeben waren, nämlich verschiedene Entgelte, aber unter anderem, was uns interessiert, dieses hier. Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in Milliarden Euro von 1991 bis 2022 am Ende. Das ist für uns zunächst erstmal schon eine wichtige Größe, die wir verwenden wollen. Also das heißt, wir würden gern die Daten jetzt nutzen. Und die Frage, wenn Sie sich fragen, wie Sie die nutzen können, dann gibt es verschiedene Download-Möglichkeiten. Auf der einen Seite als hier in verschiedenen als Optionen für verschiedene Dateiformate. Wenn Sie gern mit Excel arbeiten zum Beispiel, dann können Sie zum Beispiel im Microsoft Excel-Format XLSX, das ist ein faktisch ein weiterentwickeltes XLS-Format von Excel. Das passt für Excel gut und vielleicht auch für andere Programme, aber wenn Sie sich die Option offen halten wollen, das zum Beispiel für Statistikprogramme verwenden zu wollen, die Daten auch, dann wählen Sie bitte einfach CSV. Das ist ein konvertibles Format, was sowohl von Tabellenkalkulationsprogrammen als auch von Statistikprogrammen generell gelesen werden sollte. So, klicken wir einfach mal drauf. Dann passiert hier im Hintergrund irgendetwas, nämlich Sie können dann meistens sehr schnell dann diese Datei dann irgendwo sehen in Ihren Downloads. Ich habe die jetzt mal einfach, verändere jetzt nicht den Namen. Wir öffnen die Tabelle einfach mal und schauen, was passiert. Und dann sehen wir hier unsere Tabelle, die wir heruntergeladen haben, verfügbares Einkommen, Sparen der privaten Haushalte. Und uns interessiert von 91 bis, ja, bis hier zum hinteren Rand, ja, das ist 2022 auf der rechten Seite. Und uns interessiert natürlich das, ja, verfügbares Einkommen der privaten Haushalte. Das ist unser Ziel sozusagen. Da sind wir schon mal bei einer Größe angelangt, die wir als Daten brauchen, jeweils in Milliarden Euro sozusagen bezeichnet. Lassen Sie im Download liegen oder speichern das, wenn Sie da wollen. Das ist Ihnen sozusagen überlassen. So, jetzt zum zweiten Thema, Konsum. Na, Konsumausgaben, da gehen wir einfach zurück, weil diese Tabelle noch relativ aktuell ist und suchen jetzt zum Beispiel bei der VGR des Bundes dann. Tatsächlich finden wir dann mit diesen ganzen Datentabellen für diese volkswirtschaftliche Gesamtrechnung dann zum Beispiel die Konsumausgaben der privaten Haushalte. Jetzt schauen wir mal nach, ob das die richtige Tabelle ist. Ja, Nominalpreisbereinigt Deutschland, Jahresdaten. So, klicken wir einfach mal an, schauen wir, was drin ist. Ja, das sieht gut aus, ne? Konsumausgaben, Inland, Deutschland, Jahre 91 bis 2022. So, was können Sie hier auswählen? Sie können bei den Konsumausgaben das sind die Gesamtkonsumausgaben, die Jahre können Sie auswählen. Da könnte man jetzt noch Einschränkungen machen. Wir nehmen aber den gesamten Zeitraum. Die Preisbasis kann man auswählen. Da zeige ich Ihnen kurzerhand, was damit gemeint ist. Da können Sie auswählen, ob Sie
die nominalen Preise, also nominal gesehen die jeweilige Preise in Milliarden Euro wählen können wollen. Preisbereinigungen verschiedener Arten, nämlich als Kettenindex, verkettete Volumenangaben. Kettenindex wäre einfach eine Art von Prozentsatz, in 100% gerechnet. Verkettete Volumen, die dann an einem Basisjahr hängen und dann bezüglich des Basisjahres, also 2015, dann die Konsumausgaben sozusagen preisbereinigt darstellen. Und dann unverkettete Volumenangaben, die dann sich aber auch auf den 2015er Index, auf den Jahr 2015 beziehen. Was wir brauchen, ist eigentlich nur das. Nominal. Wir wollen uns das eigentlich nominal anschauen. So, dann übernehmen wir das und können dann noch die Verwendungszwecke uns noch anschauen. Da haben wir sozusagen verschiedene Arten von Verwendungszwecken, die brauchen wir jetzt nicht alle, sondern wir klicken lediglich Konsumausgaben der privaten Haushalte im Inland an. Ja, das ist sozusagen unsere Bezugsbasis. Wir übernehmen das, Werteabruf, und dann erhalten wir eine relativ kleine Tabelle, nämlich nur eine Spalte, Konsumausgaben der privaten Haushalte von 2013, das ist natürlich nicht das, was wir eigentlich wollten, sondern wir wollten das Basisjahr 1991. Ja, sehen Sie, wir haben 10 Jahre angelassen. Das ist ungünstig. Sehen Sie, da ist natürlich eine mögliche Fehlerquelle drin. So, und jetzt stimmt's. 1991 bis 2022. Okay, das sind unsere Daten. Wir klicken auf CSV, laden diese Tabelle herunter. Das ist diese. Öffnen Sie und erhalten. Wir erhalten zurzeit noch nichts. Er braucht noch etwas, aber das ist jetzt okay. Konsumausgaben in jeweiligen Preisen. Und hier schauen Sie ein bisschen vielleicht mit drauf. Ich markiere das erstmal, worum es geht. Konsumausgaben der Privathaushalte in jeweiligen Preisen in Milliarden Euro. Hier kann teilweise, wenn zum Beispiel Angaben zum Beispiel in jeweiliger Mengeneinheit stehen würde, zum Beispiel, weil das in einer Datenbank so fixiert ist, gibt es dann meistens noch eine Ergänzung, was die Maßeinheit ist. Dann steht der jeweilige Mengeneinheit ist dann, das ist das. Das heißt, in jeweiligen Preisen in Milliarden Euro. Da wird dann konkretisiert, was dann damit gemeint ist. Ja, speichern Sie sich die Datei ab. Jetzt haben Sie für den Konsum sozusagen für diese Bereiche schon die jeweiligen Daten zur Verfügung. Und dann gibt es allerdings noch eine Besonderheit, auf die ich Sie an der Stelle hinweisen wollte, nämlich, ich schaue gerade, ob das... Ja, genau, hier und dieser, nämlich auf etwas Besonderes, nämlich wir haben hier zwei verschiedene Datenlevels, Datenebenen ausgewiesen. Einmal private Konsumausgaben, also Konsumquote im Sinne von Konsum der privaten Haushalte, aber wir können auch einen Konsum nicht auf der Ebene der privaten Haushalte, sondern einen Konsum auf Landesebene, auf Ökonomieebene, Volkswirtschaftsebene berechnen, nämlich indem wir uns die Daten für die gesamte Volkswirtschaft heraussuchen, nämlich VGA des Bundes, BIP, Bruttonationaleinkommen, verfügbares Einkommen und Finanzierungssaldo der Volkswirtschaft. Das ist so wäre eine Ebene. Und da finden Sie bei dieser Tabelle, wenn Sie das heraussuchen, hier sozusagen ein Datenset verfügbares Einkommen der Volkswirtschaft. Das heißt, wir können hier zum Beispiel an dieser Stelle als sozusagen Verdeutlichung vergleichen, wie hat sich sozusagen verfügbares Einkommen der privaten Haushalte im Vergleich zum verfügbares Einkommen in der Volkswirtschaft, in der gesamten Volkswirtschaft entwickelt. Das ist die Aussage. Und wir können diesem verfügbaren sozusagen Einkommen entsprechend auch versuchen, den entsprechenden Konsum in der Volkswirtschaft gegenüberstellen. Dafür haben wir in dieser Tabelle, also in diesem Datenset, natürlich nicht den direkten Konsum der Volkswirtschaft zur Verfügung, sondern den müssen wir berechnen, nämlich über sozusagen die Gegenüberstellung mit der Sparaktivität in der Volkswirtschaft. Wir haben sozusagen zwei
Alternativen, das verfügbare Einkommen zu verwenden, auf der einen Seite sparen, auf der einen Seite Konsum, auf der anderen Seite sparen. Und hier haben wir zum Beispiel das Sparen sozusagen mit enthalten. Ich gehe nochmal in diese Tabelle hinein, klicke nochmal zurück, bis wir zu dieser Hauptübersicht kommen, wo wir dann unsere Daten auch finden. Das ist dann irgendwo hier, verfügbares Einkommen, VGR des Bundes, BIP, Bruttonationaleinkommen, verfügbares Einkommen des Bundes, Finanzierungssaldo der Volkswirtschaft Deutschland, Jahresangabe. Klicken wir an. Okay. So, und dann finden wir nur noch die Möglichkeit, jetzt den Zeitrahmen auszuwählen. Der würde normalerweise 10 Jahre machen. Wir nehmen den Gesamtdatensatz, übernehmen. Und dann weitere Optionen gibt es nicht. Der wird uns dann alle Daten zeigen, die hier enthalten sind. So, und dann bekommen wir wieder diese etwas längliche, ausgebaute Tabelle von 1991 bis 2022 hier oben. Ne? Gehen wir wieder zurück. Und zwar verfügbares Einkommen der Volkswirtschaft. Das ist das, was uns interessiert. Für die volkswirtschaftliche Ebene. Nachrichtlich sparen. Das wäre die zweite Ebene. Laden wir unsere Sache runter. CSV. Download. Öffnen die Datei. Ja, öffnen. Das ist etwas abhängig von der Rechnergeschwindigkeit. So groß ist die Datei nicht. Und zwar, dann haben wir hier für uns verfügbares Einkommen in der Volkswirtschaft. Bin in dem falschen Reiter gelandet. Hier, bitteschön. Und zweiter Punkt, da wir den Konsum nicht direkt gegeben haben, sparen. Ja, die zwei Größen sozusagen brauchen wir das verfügbare Einkommen als Basis für den Gesamtkonsum in der Volkswirtschaft und das Sparen sozusagen als Gegenstück zu den Konsumaktivitäten auf volkswirtschaftlicher Ebene, wo Sie dann berechnen können, aus dem Einkommen, aus dem verfügbaren Einkommen, dann die Konsumaktivitäten. So, ja, jetzt können Sie eigentlich schon loslegen, ne, können Sie sich versuchen an Ihrer Aufgabe, wenn Sie diese Dateien haben, die Aufgaben zu erfüllen, die wir Ihnen, also die wir hier so gestellt haben, nämlich sozusagen C1 zu berechnen. Falls Sie dort noch Ideen brauchen, Ideen suchen vielleicht unter Umständen, empfehle ich Ihnen Folgendes, nämlich hier habe ich eine Internetseite gefunden, die sich auf eine bestimmte Art und Weise mit dem C1 beschäftigt, nämlich mit einer Art von grafischen Bestimmung. Also können Sie, wenn Sie den Link öffnen, sozusagen öffnet sich dann die Internetseite von diesem Makro, eigentlich ein Makroblock, ein Makro-Lehrbuch mit verschiedenen Beiträgen zu Grundmodellen. Und für uns zum Beispiel ist natürlich das hier relativ spannend, glaube ich, weil das sich ungefähr mit unserem Ding ein bisschen überlappt mit dieser Konsumfunktion. Und hier hat der Autor mal in einer grafischen Form versucht festzustellen, wie man C1 bestimmen kann. Er hat das für Deutschland mit einem Datensatz gemacht von 1993 bis 2002. Also das ist nicht, also für uns jetzt nicht ganz ausreichend, weil wir da noch 20 Jahre dranhängen können und vorne auch noch 2 Jahre dazu addieren auf der vorderen Seite des Zeitfensters. Und man muss sagen, er hat auch andere Daten verwendet. Er hat an dieser Stelle reale Größen verwendet. Also er hat preisbereinigte Größen verwendet, was wir an dieser Stelle einfach nicht machen, weil wir dann uns natürlich dann überlegen müssen, ja, wie erfolgt die Preisbereinigung, welche Indikatoren verwenden wir, was hat das für Konsequenzen auch, diese Preisbereinigung. Wir machen das hier einfach auf dem nominalen Level. Und wenn Sie eine Idee, also suchen zum Beispiel, wenn Sie keine Idee haben oder sich ein bisschen nochmal einlesen wollen, wie man dieses C1 bestimmen kann, empfehle ich Ihnen gerne diesen Blog, also diese Internetseite. Das ist für uns eine hilfreiche Sache. Ansonsten wünsche ich Ihnen viel
Ja, viel Spaß, viel Erfolg natürlich. Ich hoffe, dass ihr die Hinweise hier in dem kleinen Filmchen Ihnen da ein bisschen weiterhelfen. Und insbesondere, was für mich besonders wichtig war, deswegen nehme ich mir die Zeit, Ihnen das hier versuchen nochmal aufzunehmen, Ihnen das zu versuchen, ein bisschen zu verdeutlichen, dass Sie auch motiviert sind, auch entsprechend da sich tatsächlich mal selbst hinzusetzen und die Aufgabe anzugehen und nicht einfach zu sagen, okay, das ist einfach nur Zusatzaktivität und brauchen wir nicht oder ist zu schwer. Trauen Sie sich zu, schauen Sie, wie können Sie das mit Ihren Mitteln zu Fuß, also mit Stift und Papier, Taschenrechner oder mit Excel oder mit was auch immer Sie gerne arbeiten. Ja, in der nächsten Woche sehen wir uns wieder. Am, ich glaube, 4.3. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis dahin bleiben Sie gesund. Also bis dann, bis zur nächsten Woche. Alles Gute, viel Spaß, viel Erfolg. Bis dahin. Tschüss.